Ich stehe hier vor größeren Herausforderungen als nur der Reparatur eines alten Schuppens. Irgendetwas wirklich Seltsames geht hier vor sich. Zuletzt hat jemand eine unserer Sicherungen gestohlen und sie in einer Tierkadaver versteckt. Zu allem Übel habe ich auch noch einen Anruf von meinem Chef erhalten, der darauf drängt, dass ich endlich die sowjetische Telegramme entschlüssele. Mir schwirren so viele Dinge im Kopf herum, dass ich das Gefühl habe, langsam verrückt zu werden. Ich denke immer häufiger, dass alles mit den Memoiren von Nikolas zusammenhängt, kann aber noch nicht erkennen, auf welche Weise. Ja, ich glaube auch, dass du sehr gut schlafen What? werden kannst. How in the hell? Keys in a diary from over a century ago. Fucking hell, but it's impossible. I don't know how, but it worked. Maybe if I find the other pages from the diary, if those telegrams are ever going to be decoded, I have to take every chance. I'll notify David. This will blow his mind. I've made more progress than his entire team has in months. Jo. Okay. Dann gehen wir wahrscheinlich telefonieren. Kapitel 5. Sie beobachten uns. Hier ist ein Buch. Um mehr über die berühmtesten internationalen Kryptoanalysen zu erfahren, müssen Sie zuerst die Grundlagen des Code-Knackens meistern. Sind Sie in der Lage, sämtliche Namen zu entschlüsseln, die wir hier versteckt haben? Verschiedene Zahlen stehen für verschiedene Personen. Nutzen Sie Caesars Scheibe und lernen Sie die Genies des... Nutzen Sie Caesars Scheibe und lernen Sie die Genies der Kryptographie kennen, die den Lauf der Geschichte unzählige Male nachhaltig verändert haben. Sind Sie der Herausforderung gewachsen? Ja, würde ich gerne machen, aber das nimmt mir jetzt einfach zu viel Zeit gerade. Könnten wir theoretisch machen, aber ich mache es jetzt einfach mal nicht, weil, wie gesagt, zeittechnisch muss man das jetzt nicht haben. Unbedingt. Ich gucke mir nur ein bisschen in die Schubladen. Geh auf. Schönes Feuerzeug. Sturmfeuerzeug. Und er qualmt offensichtlich ziemlich viel. Naja, wie dem auch sei. Was ist das? Ich dachte, man kann es aufmachen. Schade. Ist auf jeden Fall echt schön. Also das ist ein super schönes Arbeitszimmer. Das gefällt mir echt sehr, sehr gut. Könnte man glatt neidisch werden. So ein bisschen zumindest. So, okay. Wir gehen mal eben telefonieren, gehe ich mal davon aus. Dieser Teppich macht mich kirre. So. Okay. Fuck, they must have tapped my line. How in the world did they track me down so quickly in this shithole? Fuck me. Maybe they did get Harold after all. Okay, wir sollen den... I can check where they're tracking me from. If I'm not wrong, the detector should be in the office. Gut, wir sollen den Lokalisierer benutzen, um herauszufinden, von wo wir wahrscheinlich abgehört werden. Könnte ich mir vorstellen. Hier kann ich noch was lesen. Entschlüsseltes Telegramm. Scheiße, die Sowjets planen nicht nur Raketen direkt vor unserer Nase zu transportieren, sie wissen auch, was bei der CIA vor sich geht. Das heißt, wir haben einen Maulwurf im Büro. Operation Totenstille in Kraft. Die Stationierung von Raketen mit Hilfe von U-Booten entlang der Westküste der USA beginnt in der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober. Radarstörsysteme wurden getestet und sind voll funktionstüchtig. Aus vertrauenswürdigen Quellen ist zu entnehmen, dass die CIA immer noch am völlig veralteten Fall Woodpecker arbeitet. Warten Sie auf weitere Nachrichten. Okay, nehme ich mal mit. Habe ich eben gar nicht gesehen. So, das Ding hier nehmen wir wieder mit. Finde die Quantenwolke. Also ich weiß, wo meine Quanten sind. Die stehen gerade unterm Tisch. Huch. Tür zu. Jesus, are you trying to kill me again? I don't want to sound hysterical, but I saw someone. What are you talking about? Someone's here, in front of the house. But maybe it's someone from the office? You know, about work? David would tell me. Son of a bitch, it's all so clear now. You don't think that... I do. They want to get us, so nothing would surprise me. A few days ago, someone was hanging around here, too. I caught a glimpse of him behind the trees. And you didn't think it was worth mentioning? It might as well have been my imagination. I didn't want to spread panic.
We've got enough to worry about as it is. Fuck Emma! I don't work in a bakery. I work for fucking spies. It's not like we can just go to a mountain cabin and be safe. Stay in the house, lock the doors and windows. I'll take care of this. Ich glaube, er ist ein bisschen sauer. I should use the localizer and see if I can find something nearby. Ja. Steht sie jetzt noch an der Tür? Nö, sie ist verschwunden. Ja, plötzlich verschwunden. Finde ich ein bisschen schade, dass man sie dann nicht mehr sieht, wie sie jetzt zum Beispiel ihm nach hinterher schaut oder irgendwie sowas hätte man ja so in der Richtung machen können. So, okay. Naja, wir benutzen mal den Lokalisierer. In diese Richtung, da waren wir auf jeden Fall schon mal. Da gibt es eine Quantenwolke, offenbar. Ist jetzt nur die Frage, wo ist sie? Nee, das sind nur Bäume. Ach, halt in die Richtung. Ich bin doof. Entschuldigung. Steht bestimmt creepy hinter der Fensterscheibe. Nee, man hat sie nicht gesehen. Deswegen fand ich ein bisschen schade gerade. Piep, 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 piep. Flü, flü. Jetzt muss ich nur noch diese olle Wolke finden. Aber sie ist scheinbar in diese Richtung. Ja gut, dann gehen wir doch mal in diese Richtung, in den Wald. Nee. Ah, hier. Hier muss jemand gewesen sein. Eine Anomalie entdeckt. Wo ist die Anomalie? Diese Richtung. Muss diese wieder suchen. Jetzt muss ich mal gucken, wie das wieder ging. Hier oben ist sie. So, die ist weg. Das finde ich ehrlich gesagt so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, warum man diese Komponente hier in das Spiel eingebaut hat mit diesem Geisterjäger. Da hätte man wahrscheinlich ein bisschen was Besseres machen können. Ich meine, gerade dadurch, dass er ja für die CIA arbeitet, hätte man da eine viel schönere Story draus machen können. Aber okay, dann ist das so. Wie gesagt, finde es nur ein bisschen schade. Weil dieses Übernatürliche, das muss nicht unbedingt sein. That fucking bastard is so confident that he approached the house to spy on us. Maybe if I can find more traces. Ja, okay. So, gut. Den haben wir auf jeden Fall. Jetzt muss ich in diese Richtung. Gucken wir mal. Da lang. So, schauen wir mal, wie weit das ist. Flü, flü, flü. The signal is very clear. Quantum cloud should be right around here. Ja. Schauen wir mal. Wahrscheinlich hier oben bei den Doppelbäumen. Nee. It looks very old. I wonder who played here. Was? Oh. Ja, hab ich gar nicht gesehen, dass da eine olle Schaukel war. The lines are coming together. I'm close to the source now. So, hier ist jemand über den Zaun gehüpft. Da sieht man's. Gucken wir mal. Crossed here to the other side. I need to get over there. Hier ist ein Zettel. You can't hide. Du kannst dich nicht verstecken. Dieser Mistkerl hat mich nicht nur ausspioniert, jetzt versucht er auch noch mich einzuschüchtern. Und das auf meinem eigenen Land. Hm. Na gut. Saban singt Ghostbusters. Na 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 na. Na 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 na. So, kriege ich die auf? Ja, kein Problem. Okay. Ach, guck mal, da oben. Da sind, Baumhäuser. Doch ideal, um sich da oben drinnen zu verschanzen, ne? Ideal. So, gucken wir mal, wie wir hier hochkommen. Hier vielleicht? Hm. Ach, hier ist eine Kiste. Okay, wie kommt die da raus? Weg damit. Weg damit. Komm mal raus da. Rot ist böse? Wie rot ist böse? Was meinst du? Meinst du das hier oben oder was? So, dann. Au!
Eben mal was Rotes beim Baumhaus. Ja, ich gehe mal davon aus, dass die da oben irgendwie ihre Spionierzentrale aufgebaut haben oder irgendwie sowas, um uns hier auszuspionieren. Ich gehe ganz stark davon aus, weil genau, wir müssen nämlich hier hoch. Und die haben das bestimmt... Na, da sieht man's. Da haben sie drinnen gestanden, wahrscheinlich mit Fernglas oder irgendwie sowas. Und haben uns ausspioniert. Na gut, gehen wir mal nach oben. So. Welch seltsam anmutendes Baumhaus. Oh Gott, ich würde da niemals rüberhüpfen. So irre. Hier ist er. Fucker's got it all well organized. Ja, auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Ach, ein Foto von uns. Und zwar 22. August 1979. Trautesheim, Glück allein? Fragezeichen. Foto von Emma. Scheiße, ich kann es nicht glauben. Er hat das Foto an dem Tag gemacht, an dem wir hier angekommen sind. Er wusste sogar, wann und wohin wir umziehen würden. Hm. Gruselig. Sehr, sehr gruselig auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir mal schauen, in welche Richtung. Nö, das muss ich jetzt nicht mehr. Ach, guck mal hier, was ist das denn? Was ist das? Q-Power? Was ist das? Er hat es auf jeden Fall kaputt gemacht. You won't lose me so easily, you bastard! Stop! Hear me? Folge dem Spion. Ja. Okay. Ich weiß doch nicht mal, wo der hin ist. Ups. Wo ist denn der Typ hin? Ich hab keine Ahnung. Wo ist der hin? Ja, ich schätze mal hier hochgerannt. Ich hab keine Ahnung. Ich habe nicht mal was gesehen, wo er hingelaufen ist. Wo ist der? You can run, but you can't hide. Da ist er. So nicht. Du mieser Knochen. There you are, fucker. Ich kann nicht mehr rennen. Ich wollte nicht schneller rennen. Ich glaube, er ist schneller. Nee, nicht wirklich. Drama, Baby. Ja, so ein bisschen. Me so easily. Ah, jetzt treffer. Ah, okay. Er hat zugemacht. Mieser Hund. Komm ich da rein? Wie kommen wir da rein? Eigentlich von hier aus gar nicht. Ich guck mal hier. Muss die von da... Ah, hier geht's hoch. Okay. Konnte die nicht an dieser Ecke durchschneiden. Plopp. Huah. Hallo? Was habe ich jetzt bezweckt? Irgendwas habe ich jetzt bezweckt, aber ich weiß nicht was. Ich habe die Kette durchgeschnitten und... Ach, da ist das Ding hier runtergekracht. Alles klar. Komme ich da rein. Okay. So, du mieser, fieser Knochen. Ich komme dir hinterher. Okay. Und offensichtlich habe ich auch gleich mal das Nachtsichtgerät angemacht. Ist okay. Versuche hier mal an den Ketten vorbei zu... Chasing a spy through a cave. Fuck, what would have been a joke a week ago is now reality. Hm. Das ist auf jeden Fall ein sehr schlechter Witz. Der hat doch bestimmt hier irgendwo Fallen aufgestellt, oder? Ist der Typ. It's him. Ja, super. Du. Lauf, du nur. Doch, du wirst nicht entkommen. Ich werde dich kriegen. Und wenn ich dich kriege, gnade dir Gott. Ja, Einschüchterung. Würfel mal auf Einschüchterung. Ich hab's probiert. Naja. Na, shit. Wo kommt denn jetzt auf einmal der Quicktime her? Huch. Okay, dann bin ich doch mal offensichtlich... ein klein wenig aus mir herausgegangen. Offensichtlich. Autsch. Ja, passiert. Okay. Lade, lade, lade. Lade, 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 lade.
Es lädt ganz schön lange, dieses Spiel. Weiß gar nicht, warum. So, weiter geht's. Okay, er ist uns entkommen. Wir gehen hier lang. Das war knapp. Ich zieh mich hier hoch. Du blöder Drecksack. Okay, damit habe ich jetzt selber nicht gerechnet. Ich war erschrocken. Na gut. Wir schwimmen hier mal durch. Also, Ausdauer scheinen wir ja genügend zu haben. Jetzt sehe ich nicht, wo es weitergeht. Ah, hier. Nee. Doch. Doch, hier geht's weiter. Hä? Ach, jetzt habe ich gerade irgendwie einen Weg verpasst. Glaube ich. Bin ich noch richtig? Oh. Miese Sau. Wenn ich dich erwische, ey. Mach dir nicht nur einen Kopf kürzer. Mach dich zwei Köpfe kürzer. Ich hack dir die Beine ab. Damit du dich nochmal wegrennen kannst. Jede Menge olle Zahnräder und Krams. Schön. Sieht gut aus. Ob der noch irgendwo hier ist? Wer weiß das schon? Rennt bestimmt gleich hier hoch, oder? Nee. Ich hätte jetzt gedacht, dass man ihn da drüben rennen sieht, aber dem war nicht so. Okay, hier geht's raus, wie es aussieht. Oder kommen wir nur noch tiefer in die Höhle? Ah, wir sind auf der anderen Seite, wie es aussieht. Ah, da unten hat er das Ding kaputt gemacht. Okay, wie sind denn da so schnell da durchgekommen? Ja, wie auch immer. Er kennt sich offensichtlich hier in den Höhlen aus. Ein Eimer. Das sieht auch nicht so ungemütlich aus. Oh je. Ja, renn in so eine komische Höhle. Du bist doch irre, du Typ. Doesn't seem too stable. Oh, so klar. Olles Kackbrett. Das war so klar. Das ist dieses olle Kackbrett. Na. Oh, zum Glück steht der Typ nicht da. Ja. Was du definitiv danach machen solltest, nachdem du hier rausgekommen bist und alles hinter dir hast, eine Tetanus-Impfung holen. Glaub mir, das hier unten ist nicht gesund. Auf keinen Fall. Egal in welcher Art und Weise. Oh. Okay. Hier kämen wir durch, wie es aussieht. Schauen wir mal. Es wird auf jeden Fall heller. Ich denke mal, das ist ein gutes Zeichen. Oder wir kriegen gleich wieder einen auf die Mütze. Wer weiß. Huch. Das war gerade komisch. Aber okay. Ja, wir sind wieder am Freien. Aber der Typ ist scheinbar weg. Ich kann doch gerade nicht rennen. Oder? Achso, ich bin wieder geduckt gelaufen. Na gut. Wo bin ich denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ist das da hinten ein Haus? Nee, ist ein Berg. Sieht aus wie ein Haus. So, dann einmal hier rüber. Zum Glück ist dieser Baumstamm hier, dass wir hier rüber können. Welch glückliche Fügung. So, wo ist dieser Knochen hin, ey? Ist er oben gerade gerannt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, hier unten geht es nicht weiter. Gehen wir hier lang. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihn da oben gerade gesehen habe. Oder nicht. Das sieht richtig aus. Die hängt an irgendwas. Diese blöde Leiter hängt an irgendwas. Mal gucken. Ah, hier ist ein kleiner Strohschuber. Ach, guck mal, hier ist eine Kette. Weg damit.
Okay, das hätten wir. Dann kommen wir jetzt auch da hoch. Ich weiß zwar nicht, wie er da hochgekommen ist. Wahrscheinlich ist er irgendwo anders lang gegangen. Man weiß es nicht. Wunderbar, das klappt. Blöde Kette. Oder er ist gar nicht hier lang. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Eine Machete. Diese Machete mag zwar alt sein, hat aber nichts an Schärfe eingebüßt. Klingen wie diese wurden dazu verwendet, Pfade durch den Urwald zu schlagen. Sie sollte also in einem normalen Wald mehr als nützlich sein. Looks ancient, but maybe the blade is still sharp.